Was ist mit dem Bild? Wo ist es? Was? Oh, Jesus Gott, nein! Was ist eigentlich der schwarze Wolf? Nein! Let's do this! Folge Nummer 2, Spiele mit Bart, Harvester. Und ich weiß nicht, Simon, ob ich mich jetzt schon erholt habe vor dem, was wir bisher gesehen haben. Es sind so viele Eindrücke, die auf uns hereingeprasselt sind. Ich bin verliebt. Ich hab... Danke, selten. Aber das Spiel ist auch gut, ne? Mit dir macht es noch mehr Spaß. Ich habe die Situation auch ein bisschen ausgenutzt für andere Sachen, so ein bisschen rantasten, mal gucken. Manchmal bin ich auch ein Schlingelinger. Das ist wirklich ein Titel, den ich verpasst hätte, wenn wir ihn jetzt nicht spielen würden. Und der mich ärgern würde, wenn ich ihn verpassen würde, weil er ist überraschend unterhaltsam. Es wäre auch ein Titel gewesen, wir können natürlich noch nicht absehen, ob das Spiel uns richtig quält gleich, weil ich habe auch das ein bisschen die Angst, passieren. Es wird so random, dass wir nicht weiterkommen oder so. Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht sofort in Lösungen oder so blicken müssen. Oder dass wir so viele Fälle haben, wo das Spiel dann, aus Versehen gestorben, wieder von vorne. Ich bin fast froh, dass es... Aus dem Weg. Ich verstöre mich. Ach, dann noch viel Spaß mit deiner Romantik. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ich habe mir das ja sogar vor kurzem gekauft, habe dann aber wirklich davor gesessen und gesagt, nee, du hebst es dir auf, weil wir wollen es ja für Spiele mit Bart und wollte keine Sekunde davon sehen. Aber das solltet ihr euch, ich glaube, GOG hat das gerade oder so. Genau, ich habe auch die GOG-Version hier, die wir gerade hier spielen, müsste auch auf Steam sein. Also das ist ein Klassiker jetzt dass, schon. Dass es nochmal spielbar gemacht wurde. Ja, hier. Das ist ja das Hauptproblem. Aber es ist vor allen Dingen nicht unfreiwillig komisch. Also es will lustig sein, aber es ist auch manchmal genau, lustig. Genau, ich glaube, also mein Eindruck ist, die Sachen sind schon bewusst so gelegt. durch die Linse der 90er Jahre, wie sie sich die 50er Jahre vorstellen, wenn ja, genau. Alles komplett wild wäre. So kann man es vielleicht sagen. Der Einzige, der alles versteht, ist der Hund. Der Hund hat auf jeden Fall die Weisheit und das Fleisch mit den Löffeln gegessen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir erreichen wollen jetzt hier im Feuerwehrhaus. Ich auch nicht. Sparky malt gerade einen krude gezeichneten Model hinter. Er malt den Arsch. Was malt wohl der andere? Das würde ich gerne wissen. er malt den Arsch von Sparky. Ja. Dann. Warum malen sie sich nicht einfach gegenseitig? Dann brauchen sie gar kein Model. Egal. Egal. Was ist mit dieser Wasp-Woman? Weil das wurde jetzt mehrfach schon gesagt. Ja. Und so richtig verstanden habe ich noch nicht, was damit gemeint ist. Bei Wasp-Woman, ich denke da in erster Linie sowas, ist das nicht so ein Sci-Fi-Ding gewesen? Ich weiß noch aus Fallout 3. Da gab es doch hier auch zum Beispiel die Spinne, die Ameisenfrau. Und vielleicht. Ja. Und Wasp-Woman war vielleicht auch so ein 50er-Jahre-Sci-Fi-Film. Die Frau, die mit einer Wespe verschmolzen wurde. Das könnte natürlich sein. Ne? Ich dachte jetzt bei Wasp einfach an die Taille. Ne? Die Wespentaille. Dass das quasi einfach nur eine Frau ist. Du meinst also eine extreme... Oben Frau, unten Frau, Mitte Trichter? Nee, in der Mitte ist Trichter, genau, wie so eine Sanduhr. Nee, ich weiß es nicht, aber daran musste ich denken. Aber wir werden es sicher erfahren. Wir werden es erfahren, ja. Oder es hätte unsere Babyschwester sein können, die dann lauter Insekten isst. Das meine ich, ne? Weil da auch diese, da wieder die Wespe war. Was hat das jetzt hier für einen Kontext? Okay, wir fragen mal. Fragen mal. Some people think all we do is sit around sketching fetching examples of manhood for our own amusement. Nothing could be further from the truth. Why, just the other day we cited Tetsuo Krum for fire code violations. All the dried out paper wasp nests clustered around our wooden house. Why, it's a Kenlog just waiting for the right Believe me, none of us wants to see another fiasco like the Sentinel fire. Okay, es ist wohl eine Frau, die überall Wespennester um ihr Haus drumherum hat. Das ist die Wasp-Woman. Die wurde als Wasp-Woman bezeichnet. Weil sie die Wespen hat und weil es ein Feuer flammable ist. Okay. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass das F-Wort, wie ich es jetzt mal hier nenne, zu der Zeit, als dieses Spiel entwickelt wurde,
einfach noch gängig war. Also ein ganz normales Wort war. Ja, das ist wie bei vielen Schimpfworten, gerade auch im englischen Bereich, ja. Die sind so überinflationär benutzt worden damals und auch überall in den Medien drin gewesen. Ja, man hat es ja oft gar nicht verstanden. Ne? Ja, genau. Bevor mal Leute durch Social Media Kontext bekommen haben. Es war eine andere Zeit, Alter. Ja, wir sehen das unter geschichtlichem Kontext, ja. Damit ihr das vernünftig einordnen könnt. Das, so ist das Spiel, so wie das hier präsentiert wird. Wir heißen ja sowas dann nicht gut. Wir wissen ja auch nicht, was noch für Gags kommen so oder Gag-Versuche. Ja, es macht mir auch ein bisschen Sorgen. Sag mal so, die gehen bewusst auch auf Geschmacklosigkeiten hier und wenn sie schon bei Splatter und Wörtern nicht Halt machen, wer weiß, wo dieses Spiel hingehen wird. Ist natürlich auch, soll wahrscheinlich auch lustig sein, weil er ja selbst schwul ist, wie man ja, also es ist so dieses, ich versuche extra maskulin zu sein, nach außen hin, ne, nicht angreifbar zu sein, aber dann diese Stimme und den Truck in rosa oder so. Okay, es ist ein Spiel. Es ist nicht die Realität. Let's ask about the newspaper fire. A dreadful affair. You wouldn't think that a brick and steel building with a sprinkler system could go up that quickly. Oh, jemand hat's angezündet, oder? Oh, wir können sie auch beschuldigen. You're too busy drawing. Wir können sie auch beschuldigen. Gut, machen wir mal. Art enriches the community, Steve. No less Feuerwehrmann. Than a pulsing fire hose or a fireman beating down a blazing door. So what if we're drawing a nude man? So what if all we ever draw is a nude man or the same nude man over and over in all sorts of provocative positions? Context, not content. Process, not subject. Don't be so ghost, Steve. It's beneath you. Weißt du, ich hatte gerade, du kennst doch noch die Ansprache vom Präsidenten in Independence Day. Ja. Und wahrscheinlich habe ich gerade unter diese Szene diesen Text gerade gelegt, ja, mit entsprechend den amerikanischen Musik und alles. So what if we're drawing a nude man? So what if all we ever draw is a nude man or the same nude man over and over in all sorts of provocative positions? Don't be so ghost, Steve, it's beneath you. Geil. Ja, ja. Das wär sehr gut, wenn du das hinkriegst. So eine Flagge, die hinter ihm weht. This is America. This is America, bitch. also, er will alles machen, nur nicht seinen Job. Nur nicht die Arbeit. Und ich sag dir, er hat das Feuer gelegt. Ich sag es dir, der heißt Sparky. Er heißt Sparky. Das kann die Leute kennen den schon. Keine andere Möglichkeit geben. Okay, das hatten wir schon. Okay, Glaubst du, es hat jemand angezündet? Mach das mal genau. Oh, please. Dwayne was glad enough to see the thing go up, and so was McKnight. If you could get into that safe in his wall... Forget it. Look, Steve, as far as I know, the fire was an accident. Let's just leave it at that. Now don't you go moving. Beweg dich nicht. Er hat sich auch nicht bewegt, nur ein Bild. Naked man. Ja. Come again? Man? Model? Ah. Come again? Mann, ich will über den nackten Mann reden, den ihr malt! A dreadful. Ja, okay, das ist fire. Okay, wie können wir das nochmal. Er will nicht drüber reden. Jetzt zeigt er wieder den Naked Man. Na ja, gut, okay. Aber wir haben mit dem anderen auch noch nicht gesprochen. Ja, aber es heißt ja, dass man auch manche Dialogoptionen verliert, wenn man am Anfang die anderen wählt. Das ja, ist interessant. Aber ich konnte dann trotzdem den neuen Weg nochmal hingehen. Also vielleicht wiederholen sie den nochmal. Don't bother me, I'm sketching. Oh, look what you made me do. Was haben wir denn? Kannst du den bitte nochmal anklicken kurz? Stop it, you're messing me up. Drunter? Nee, ja, doch, er hat was an. Ja, ja. Also es sieht ein bisschen so aus, als ob sein Fleischlappen hier runterhängt. Stop it, you're messing me up! Was macht der Doggo? Saliva. Kannst du aufs Bild nicht klicken, ne? Ja, welches ist das hier hin? Nein, ich meinte die, was sie malen. Achso, ja, auf das sehen, Bild kann ich nicht. Der Arsch ist eben super hier, leider kann ich nicht drauf klicken. Mann, liebe Entwickler, ich weiß, es ist jetzt vielleicht 20 Jahre zu spät, aber wenn ihr sowas Geiles macht, dann lasst mich das doch nochmal angucken. Da sind 5 Gags dran, die man machen kann. Ja, also du musst den Arsch auf jeden Fall irgendwie, irgendwie musst du den vielleicht im Teaserbild verbauen oder so. Mann, Kind, Familie, Familienoberhaupt, Familienvater, Vater? Nein, Gott damit!
Ey, da können, also irgendwo haben wir haben ja noch die T-Shirts von dem Shenmue-Foto, von dem Typ, von dem Gesicht. Stimmt, ja, ja. Jetzt haben wir ein neues Motiv mit dem Arsch. Das beste T-Shirt aller Zeiten. Ey, genau. Wer auch immer Bock hat, uns mal ein T-Shirt zu drucken, bitte mit diesem Bild. Ja, das muss eigentlich so dann schön in der Wohnung hängen, so ein gerahmten Bild mit dem Arsch. Das ist auch ein gutes, ja, das ist auf jeden Fall, also wenn wir was kriegen, stellen wir es ja auf. Das ist ein echter Gocker. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir das ein bisschen ausfächern, die einzelnen Folgen, auch weil wir ein bisschen die Reaktionen von euch, genau. Vielleicht, ich sage jetzt nicht, schickt uns Kram oder so, aber wenn ihr mal was schickt oder was habt, dann haut es raus, weil wir werden es dann versuchen einzubauen. Exakt, nur kein Alkohol, nur noch knallharte Drogen. Genau, jetzt. Also nur noch die Sachen, die man eigentlich gar nicht verschicken darf. Exakt, genau, so, wo ihr verhaftet werdet, wenn ihr zum Postamt geht. Der Alkohol kommt eh nicht bei uns an. Wir kriegen ja immer nur leere Flaschen oder den Flaschenpfand. Ja, das stimmt. Mittlerweile so, das muss ja durch 1000 Hände dann durchgehen. Ja, und dann, Hände. Ja, weil durch die Hand in den Rachen. Ich wollte sagen, hoffentlich ist nicht nochmal neu abgefüllt dann. 6,5 Stunden später. So, wir haben noch mehr. Wir könnten uns bei 1000 Sachen umschauen. Echt überrascht, wie viel hier ist. Ja, keine Ahnung, irgendwo. Ja, ne? Komm, wir gehen einkaufen. Wir haben ja keine Aufgaben eigentlich. Oh, da links. Okay, Fenster First eingeschlagen. General worden. Store. Und guck mal, wir sehen die Missile Base im Hintergrund noch. Fenster wurde eingeschlagen. Das ist wunderschön. Ja? Wunderschöne Kulisse, muss ich sagen. Was hat der Handyman zu sagen? He's too busy working to notice you. Ja, schmeiß ein Fenster ein, dann wird er schon. Cremiger Spargel, 2 für 49 Cent. Okay. Ach ja, wir sind ja immer noch. Wir wissen ja eigentlich immer noch nicht, wer wir sind. Also vielleicht sollten wir mit unserer Verlobten mal reden. Ah ja, wo auch immer die ist. Wo auch immer sie ist, genau. Aber genau, irgendwo. Und die Zeitung haben wir abgegeben. Also die wird nicht arbeiten, und es wurde, das sind die 50er. Moment, also wir gehen hier erstmal rein. Ja. Unsere Mutter hat von dem Job gesprochen. Wir können vielleicht die Mutter nochmal ausfragen, ob sie uns hinweist, was ist das für ein Job? Stimmt, die hat von dem Job gesprochen, ne? Vielleicht ist es einfach der. Ich krieg einen Trauma für Phantasmagoria 1 hier, wie wir 50 Millionen Jahre weggeklickt haben. Falsch. Das ist aber wirklich, yeah, total, ja, total, oder? Genau wie Phantasmagoria 1. Hoffentlich ist das nicht so eine Geschichte, wo man wieder erst irgendwas anderes aktiviert haben muss, bevor dann hier das aktiviert wird und man es nehmen kann. Aber wir waren bei dem Hund, oder? Hätte ich vielleicht nochmal im Schrank nach Geld gucken müssen, bevor ich hier überhaupt die Möglichkeit habe, was zu aktivieren. Okay, aber jetzt haben wir es fast. Und wir haben noch 5 Minuten. Okay. Deshalb klicke ich erstmal jetzt schon aufs Barrel. Need a prying element. Ah. Rotting meat. This empty barrel reeks of rotting meat. Was haben wir sonst hier? Oh, ein Kameraprojektor. Charity Bake. Ja, 60mm. Gain Memorial. Ach, die Schule. Ja, stimmt. Die ist ja nach dem Serienkiller. TV. Shoddy old TV. Missing the VHF knob. Gut, Mrs. Phelps. Can I help you, dear? Who are you? This is Phelps General Store. So who would that make me? Maybe you need to go back to Gain Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Shaw, you always were a kidder, Steve. Keiner glaubt uns. I'm serious. I need some help. Well, they say a sharp blow to the head is a good thing for amnesia. In which case, I'd recommend Miss Whaley again. Then again, they say a good scare can jog the memory. In which case, I'd advise you to visit the sergeant at arms over at the lodge. That man gives me the willies. Speaking of willies, how's your father? Don't know. Haven't seen him. Care to buy anything today? Yes, please. Ja, lass mal gucken, vielleicht kann man ja irgendwas. Just point to whatever you want. I'm a little hard of hearing. Okay, was wollen wir denn? Examine the shelf. Variety of items for sale. Was mit dem lilafarbenen Ding da unten im Shelf? Oh, nee, okay, ja. Das gehört nicht dazu. Operate the shelf. Oh. Ah. Und was ist das? Das ist wieder ein Arsch, ne? Nee, das ist Brüste? Es ist ein Arsch, wo. So ein wundgehauener Hintern. Ja, ich glaube schon. Ne? Oder so ein Affen, so ein Bonobo-Affen-Magazin, wo. Die haben doch immer diese roten Ärsche. Warum sollte jemand ein. Okay, ich hinterfrage das heiße, warum. Heiße Affen. Heißer Affen. Warten auf deinen Anruf. Ja, um Himmels Willen, warum trägt der Affe eine Windel? Ich denke, der ist stubenrein. Oh. Kann ich das kaufen? Adult Magazine for 25 Cent. You must pay Mrs. First before you can buy anything. Da war dieser eine Künstler, der hat
habe ich vor kurzem gehört, der hat Bananen verkauft als Kunst und hat, die Leute mussten sich anstellen, dann hat er seinen Namen draufgeschrieben, hat die verkauft. Hat aber jedem einen anderen Preis gesagt. Der eine hat irgendwie für einen Euro, der andere hat 500 Euro und die haben es gekauft. Also er hat auf eine Banane sein Ding, hat verkauft und das hat er den ganzen Tag gemacht, bis alle Bananen weg waren. Geil. Gute Idee, würde ich sagen. Es ist wirklich eine gute Idee, so ist dann die Kunst. Es ist wie das, das Banksy-Gemälde, was sich alleine geschreddert hat, nachdem es verkauft wurde. Direkt. Da, und da, für sowas liebe ich das. Die Schnipsel sind 1 Million Mal mehr wert, als wenn du nur das Gemälde da hast. Eigentlich kannst du die Schnipsel so rausschneiden und jeden einzelnen verkaufen direkt. Also es ist so genial eigentlich, die ganze Geschichte mit Banksy. Okay, also wir gucken mal, wir haben Tape. Versuch mal alles zu kaufen. You must pay. Also wir werden gleich bezahlen. Wir gucken mal, was es gibt. Oh, wir haben Schraubenschlüssel. Slightly used wrench. Aber ich glaube, wir haben keine Coffee Cans. Vielleicht hatten wir irgendwas hatten wir doch rausgenommen aus unserem Regal. Ich guck mal kurz in unser Inventory. Da, wir haben Quarter. Wir haben 25 Cent. Ein Quarter. Na gut, wobei, es sind die 50er. Dafür können wir wahrscheinlich den Laden kaufen. Wir holen uns das Nacktmagazin, ist doch klar, oder? Oder was? Da brauchen wir auch nicht. The only thing the quarter by us in the Dark Magazine. Die Frage müssen wir uns nicht mal stellen. Dieses Spiel will, dass wir das so machen. Das will von uns gespielt sein. Why, Steve, I'm surprised at you. I'd expect that sort of thing from Deputy Loomis, but never from you. He's always coming in here oogling the girly magazines behind my counter. Darned if I'd sell him one, though. I know his wife, for heaven's sakes. Well, will you sell me one? I certainly will, Steve. That kind of interest is healthy for a young fellow. Oh, man. Stares him away from being a fireman. Oh, man. Oh. Alter. Habe ich das Pornomagazin jetzt gekriegt? Das ist wirklich die ultimative Gesichtspalmierung, dieses Spiel. Man fragt sich die ganze Zeit, ob man hier verarscht wird. Direkt hier. Okay. Direkt im Laden. Oh, man. Well, that didn't work. Also ich kann es jemandem geben, ich kann nicht reinschauen dann dahin. Schade, aber das wird noch wichtig. Und wir haben den Stift. Ja klar, wir geben das dem Typen, dem sie es nicht verkauft. Ja, stimmt, ne? Genau, das hat sie ja gesagt. Kannst du nochmal fragen, welcher? Fragen, wer das ist, ja. Hello, Steve. Care to buy? Noch ein Heft. Just point to what... Okay, so, nee, es geht nicht. Aber ich kann ihr, vielleicht kann ich ihr das Magazin geben und sie sagt das nochmal. That's nice, dear. Okay, anscheinend nicht. Nee. War der Cola? Porno-Heft! Mhm. Das ist ganz toll. Eine, die schießt. Man fragt sich schon, warum das da eingeworfen wurde. Ja, Debris, Fire Hydrant, Tape and Broken Glass, obviously a professional break-in. Also irgendjemand hat hier geklaut. Interessant, weil sie hat ja gar nichts davon erwähnt auch. A phallic symbol. Thrusting boldly upwards from the countries ever ready to spew forth. Deshalb sehen wir so viele Hydranten und Feuerlöscher und alles hier. Einfach phallische rote Symbole. Verteilt von der Feuerwehr. Der Phalluswehr. Ja, das ergibt plötzlich alles total Sinn. Scheinbar weiß ja auch jeder, dass die alle bei der Feuerwehr schwul sind. Dann ist das doch okay. Wenn es okay ist für die Leute, ist es für mich auch okay. Alter, wie gut. Ich will die Mama noch mal fragen, ob die was zu unserem Job sagen kann. Dann wissen wir vielleicht, was die nächste Location ist. Ja, aber die wird eh nur meckern. Wir haben auf jeden Fall schon einiges erfahren. Wir wissen, dass die Schulherrin irgendwie gerne Leute verprügelt. Mhm. Und wir haben noch über den Typen, dem wir das Pornoheft geben können. Also wir erfahren ein bisschen was über die Leute langsam. Können wir unserem Bruder das Heft geben? Warum nicht? Also bevor er sich das selbst holt. Das ist fast schon unsere Verpflichtung. Ja, guck eigentlich mal, schon. Der wird sonst noch zum Cowboy. Ja. Na, Hank? Und nee, der interessiert sich nicht dafür. Ja, krass. Anscheinend. Siehst du, hier leuchtet es hinter dem... Siehst du es gerade? Da leuchtet es, ne? Ja, wirklich? There's a glow from behind the cabinet. Okay. Das hast du gerade gesehen. Wie krass. Ja, ich habe es gerade nur... okay. Das wirkt, als wäre dahinter irgendein Dimensionstor. Ja, wir können wir schieben? Finebone China. Nee, ne? Wahrscheinlich kannst du. Oh, vielleicht kann ich mit dem laufen, ja? Ich probier's mal. Nee. Ja, das müssen wir mal merken, aber das muss ja was bedeuten. Er sagt's ja auch, ne? Ja, ja, das ist total relevant. Nur die Frage ist, glaube ich, ob wir das jetzt schon machen können, aber. Was ist von der anderen Seite? Das wäre das dieser Schrank hier? Na gut, sag mir was über den Job, Mama. I told you I'm busy, Steve.
Hank, nee, Hank. Da, Job, Job. Job, genau. Hank und nee. Job, genau. That's right, a job. Your father has everything set up at the meat plant. After your honeymoon with Stephanie, you'll start out as a butcher in the slaughterhouse just like anybody else. Don't expect any favors just because you're the boss's son. Okay, also wir arbeiten in der Schlachtfabrik. Nachdem wir Stephanie geheiratet haben, fangen wir da an. Okay. Work at a slaughterhouse? My memory may be shaky, but I do know I don't want to spend my life as a butcher. You'll get used to it, Steve. Sooner or later, you'll have to. That sounds like a threat. Just a fact. Harvest is a small town, and if you want to be with Stephanie, you'll have to get your hands dirty. Jobs are scarce, so it's either work for your father or join the lodge if you can. Die Lodge. Ist es sowas genau. Wie die Wasserbüffel aus Fred Feuerstein? Ja, irgend so eine... Ich muss den Hut tragen und dann setze auch, sagen wir, die Freimaurer eben. Ich glaube auch, ja, so ein bisschen wie diese Geschichte. Öffnet, o Wasserbüffel, Geröllheimer und Feuerstein, Ante Portas! Okay, und die, also... Eine Elitäre. Die haben auch von einem Harvest gesprochen. Auch wieder wie, ganz kurz, das ist auch wieder, Harvest ist die Stadt. Ah, okay. Aber das ist wie die Versammlung in... Ice White Shots? Nein, ich meine schon dem Spiel hier mit, Mann, ey... Mann, unser Spiel. Curtis Craig? Gabriel Knight 2? Gabriel Knight. Ja. Da gab es doch auch diese Versammlung. Ja, genau. Die Gemeinschaft der Biertrinker, wo wir dann irgendwie rein sind. Genau, ich brauche eine Duffe, weil sonst würfel ich. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Genau, das war der Wolfsheim, wo wir dann uns reingeschlichen haben, genau. mit dem hübschen Grünzeug. Ich weiß noch auch gar nicht mehr genau, was das war, aber es war auch so eine private Gesellschaft. Ja, und die können ja, nichts Gutes dahin planen. Also entweder saufen, nicht arbeiten, die Regierung stürzen oder Wolfsheim. Darüber reden, Wolfsheim. Ja, genau. Wolfsheim, kein Wolfsheim. Okay, gib mal was über die Lodge, Mama. What Lodge? The Hall of the Order of the Harvest Moon, Steve. It's just the finest place in Harvest, and the most exclusive. What's so great about it? Hard to say, since hardly anyone gets inside. But it wouldn't be so exclusive if it wasn't just wonderful. Just like the new Reynolds dishwasher with their patented auto-dry process, TM. I've never used one, but I know I want it. Instead of sulking around the house all day, why not walk over to the lodge and apply for membership? Okay. Das Letzte, was ich will, ist ein Fes auf meinem Kopf. Hast du noch ein Fes? Wir hatten mal einen, ne? Aber ja. Ich glaube, der ist wieder in Fundus. Ja, also Fes ist sehr, sehr oldschool. Das hat so Sindbad sonst getragen. Und ist das Austin Powers 1 ja. Mit Will Ferrell, wo er runtergefallen ist? Ich lebe noch. Aber Dr. Evil, es war uns ganz einfach unmöglich, katzenbedingte Komplikationen beim Wiederbelebungsprozess vorauszusehen. Schweigen Sie! Ich bin nicht erkannt damals. Also vor allen Dingen, damals war er noch nicht so. Man kannte ihn noch nicht so direkt. Kannte ihn noch nicht so genau, aber da hat man schon gemerkt, ein guter Typ, guter Gag. Der gute alte Fes, aber ich will einen Fes haben. Ja. That's wonderful, Steve. If you got into the lodge, you'd be the talk of Harvest. Die hat auf jeden Fall ein bisschen zu viel am Koch-Sherry genascht, finde ich. Die ist viel zu glücklich. Die ist viel zu glücklich, ja. Father. My father. He's in the other room. He decided to sleep in today. Now please, let me get back to my cookies. Deshalb können wir nicht in den Master Bedroom und hören uns da schnarchen. Don't forget to put the papers out for Jimmy. You know how he gets. Ja, das haben wir ja gemacht. Möchtest du ein Magazin? So, also der ja, willst du es dir mal? Na gut. Wir probieren es mal gleich. Das, ist, das, das sind, war der Vater. Das sind Vatergeräusche. Okay. Ja. Hör mal vorher auch schon. Moment, was passiert, meinst du, wenn wir mit dem Magazin auf das Bett klicken? Dann wird es schwarz und. Mich würde es nicht wundern. Mich würde es echt nicht wundern. Mich überhaupt nicht. Let's do this. Damn it. Well, that didn't work. Nee, okay, schade. Schade. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Möchte nicht nochmal aufstehen. Okay. Das war die Toilette. Ach nee, das war der Wandschrank. Okay. Wir haben, also Hinweise, die wir haben, die Meat Plant ist, wo unser Job ist und die Lodge natürlich in der Mitte. Ja, wir können mal bei der Meat Plant vorbeischauen. Will mir jetzt einfallen. Villa, Schlachthaus, ja, gehen wir ins Schlachthaus. Ist auch das beide, okay, war nicht hier. Ja, genau, weiter unten, ne? Hier war sie, genau.
Oh, ja, schön, wie da überall Teile rumliegen. Ja. Ah, nee, das sind Katzen. Das sind Katzen. Aber die Katzen, aber guck mal, selbst das Blut, was hier rausströmt und alles, ich kann die Katzen auch nicht anklicken. Ah, schade. Aber das Fleisch lockt wohl die Katzen an. Kann ich hier? Erst kommt das Abkratzen. Dann kommen die Katzen. Kommen die Katzen zum Abkratzen. Abkatzen. What? Ach du Scheiße, es ist in der Mitte eine Katze. Ja, es ist eine gehälfte Katze, eine halbe Katze. Eine Gehälfte. Eine gehälfte Katze. Und guck mal hier, das Gegröße fällt da runter und die Katze da unten spielt damit. Sie weiß es nicht besser. Sie kann nichts dafür. Aber der hat ja wirklich eine Katze umgebracht. Der redet mit denen mal. Pat O'Reilly. Mit Pat O'Reilly. Steve, how's your father? Is he better? About the same, I guess. He's been away from work for weeks. And when I call your house, your mother won't let me talk to him. I haven't seen him either. This is a fine kettle of fish, I must say. Though I am glad to see you taking an interest in the business in your dad's absence. Who are you? Aw, Steve, I didn't want to believe that amnesia hokum. Now you're saying you don't remember your pal Pat O'Reilly? Okay. Der hat auch Schmiss, ne? Siehst du? Ja, ja. Schmiss. Ja, ja. Der Pat, er hatte auch, du siehst die Narbe. Bei vielleicht ihm ist er deswegen auch in so einer Verbindung und hat deswegen Connections. Ja, stimmt. Also das ist ja ein beliebter Job hier. Ne? Du willst ja nicht zur Feuerwehr, also wirst du Schlachter. Ja, genau, du hast ja nur die Wahl. Also eigentlich Feuerwehr oder Schlachter, eins von beiden. Das ist eine kleine, oder halt Hausfrau. Ja. Also ich würde Hausfrau nehmen. Ich würde gern was über die Katzen wissen, vor allem ist das Katzenfleisch und hier. Und warum sind die alle hier? Das ist so unhygienisch auch. What's with all the cats? This a slaughterhouse or a kennel? Oh, them? They eat the scraps, that's all. Yeah, but look at... Isn't there some kind of health department that keeps tabs on these things? Are you going to work at the health department, Steve? Or here? Du scheinst defensiv zu sein, ja. Maybe I get sick of do-gooder busybody sucking around here all the time. A man's up to his elbows in guts all day, every day. What more do they want from him? Okay, ja. Aber Mann, ich will mehr von diesen Bildern noch. Okay, sag mal was zum Family Business. You may come to realize that this business is not for everybody. Just ask your poor, ill dad. It takes dedication and a strong stomach. So random auf den Splatter einmal drauf. Ein bisschen Schmodder nochmal. A lot of times when I'm finished scrubbing up and digging the bits of intestine out from my fingernails, I must confess, I don't have much appetite for red meat. Ach nein. But red meat is one of the principal food groups, and you've got to have it. So when you can do this all day and help yourself to a juicy red steak afterwards, then by golly, you can call yourself a butcher. Of course, amnesia would certainly help that, wouldn't it? Er macht den Beruf nicht gerade schmackhaft. Nee, muss ich sagen. Nichts davon ist, also ich möchte jetzt definitiv kein Schlachter mehr werden. Das war so ein Traum von mir, aber... Erzähl mir ein bisschen was mehr über das Fleisch. Und die Katzen. Come to think of it, I don't see any cattle around here. Where do you keep the animals? Yeah. Does it matter? The end product is all the customer cares about, Steve. And we only carry the finest meat, only the juiciest cuts. Und dann brauchen wir noch kurz eine Fliege. You'll realize the importance of maintaining quality while cutting costs. Lass uns dieses Bild nochmal reinpacken. If we didn't, would the lodge use us to cater their affairs? Oh, wir müssen also irgendwie in die Lodge kommen. Wir müssen da angenommen werden und irgendwas ist mysteriös in diesem Schlachthaus. Ja, vielleicht ist unser Weg in die Lodge rein, weil wir so ein gutes Standing und Fleisch haben. Können wir ein bisschen Fleisch mitnehmen? Womit soll ich dir denn dein Brot belegen? Fleisch! Your father's very particular about the profit, Steve. No freebies for anyone. But seeing how you're his son, if you'll bring written permission from your father, I'll give you the meat. Okay, also wir brauchen eine Einverständniserklärung unseres Papas, damit wir ein Stück gutes Fleisch haben können. Aber die Katzen kriegen es umsonst. Ja, ja, wenn wir eine Katze wären, würde das viel anders aussehen, glaube ich, das Spiel hier auch. Würde er uns ignorieren einfach, genau. Ja, was hat denn unser Papa? What exactly is wrong with your dad? Das fragen wir. I don't know. I wouldn't worry about it too much, Steve. You should be thinking about running the family business one day. That, getting into the lodge. Okay. Was haben wir noch nicht? Über Amnesia, aber da wird er uns noch nicht sagen können, ne? Mach mal Lodge, hast du das schon? Wir gemacht? Ich glaube nicht. The Order of the Harvest Moon sponsors a weenie roast on the lodge grounds every summer, which we cater. Though they tend to get their meat elsewhere the rest of the year. I wonder why.
Heck, the best way to find out is to sign up with them. They're a great organization, Steve. They do wonderful work, just like us butchers. They do what needs to be done and expect nothing in return. Then how do they support themselves? Membership dues? From what I hear, the work is its own reward. Man beginnt schon so ein bisschen so eine Ahnung zu haben, was hier vielleicht gleich alles noch The work abgeht. Is its own reward. Rewards. Fast schon wie YouTuber sein. Oh my God, there's a shark! I'm scared! Ey, aber das ist doch wirklich rechts eine Katze, oder? Also jetzt mal, ja, die ist doch eine Katze. Ja, die ist halb geschlachtet. Da muss man doch drüber reden, dass da eine halb geschlachtete Katze auf dem Pult liegt. Ah, oh, und die, guck mal, die lächelt hier auch noch. Nee, ich kann die nicht mal anklicken. Das ist wahrscheinlich okay, ganz gut, normal. Es ist so, es hier. Ist so. Auch das Kröse, was hier unten rumliegt. So, warte mal, können wir. Ah, ja. Doch, examine the splotch. Okay. Ja. This used to be a kitty cat. Der sagt's auch noch. Okay. Die machen sowas und dann erklären sie es nicht und dann musst du einfach damit leben, dass das so ist. Aber würden Katzen so Brockenfleischer geben? Das muss ja mal was anderes sein. Several small animals. Okay. Also die machen einfach alles zu Wurst. Und was für eine Sorte Brot möchtest du? Fleisch! Wir haben ja gesagt, bei der Lodge gibt es auch jeden Sommer ein Würstchenbrat-Event. Mhm. Weenie Roast. Barrel smell extremely bad. Hier auf dem Boden irgendwas? Aber wenn es so ein kleiner Laden ist, also ich meine kleine Städtchen und die Menschen da in irgendeiner Form gegessen werden, früher oder später. Ja, da ist keiner mehr zum Essen dann da. Aber es ist die Ed Kean Schule hier unten auch noch, direkt neben der Meat Plant. Also es ist halt echt lustig, weil sie haben sich wahrscheinlich jetzt nicht ohne Grund das ist genannt. Das ist nicht ohne Grund. Das haben sie bewusst gemacht. Na gut. Kean Memorial School. Das ist wie bei Gabriel Knight, wenn wir zum Zoo gehen. Ja, also können wir hier rein ins Büro? Manson University oder so. Ja, Marilyn Manson University. Die gibt's wahrscheinlich sogar. Oh, Trump. Ja. Da ist er ja. I have the best cookies in the world. I have the best water. My cookie. Er hatte auch. Er hatte auch die Trump-Pose, wenn er steht. Das Steife, ne? Ja. Genau, das hat jemand so sehr schön im Internet umschrieben, die Pose, wenn er steht. Er hat ja immer so, er steht ja mit dem Rücken nach vorne. Ich weiß nicht, ob es dann so sein soll, dass sein Bauch nicht rausragt oder so. Und im Internet stand, der sieht so aus, als ob es so ein Mensch wäre, der in der Mitte durchgetrennt wurde und sein Oberkörper nach vorne runterrutscht gerade. So, der so langsam sich so langsam sich nach vorne, diese Position. Wie dasselbe so. Gefühl habe ich aber bei Elon Musk auch. Dieses Foto auf der Yacht und so. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, der ist wie so ein Gletscher, der langsam nach unten sich schiebt. Ja, hängt, glaube ich, bei ihm auch davon ab, was für eine Art von Supplements und Steroide, der sich reingepfiffen hat. Ja. Na, wie alles dann aufgepumpt ist. Also wir reden mal mit Principal Trump hier. Der hat ja viel zu tun, ne? Den ganzen Tag Wasser saufen. Ich hoffe, es ist Wasser. Steve, good of you to drop by, big guy. Haven't seen you since graduation. A lot of changes I hear. Guten Grund, warum wir nicht zurückgekommen sind. Good, good. That's a nice part of my job. Turning fine young men and women out into the world and then watching them prosper. Of course, I was able to reach more people at the old Sentinel, God bless her. But then again, I never got to see the results of my work up close before. Who are you? That design for me. Steve, I've heard about this amnesia nonsense. I had hoped you'd be in the lodge by now, fine young fellow like yourself. But now, I think maybe you need a little more quality time. What? Was ist denn Quality Time? Was heißt Quality Time? Bekommen wir es mit dem Ruler hier? Mit dem. Ja, klar. Pat. What do you mean, Quality Time? Auf den Sack. Some, like Miss Whaley, favor stern discipline. Corporal punishment as a means of socialization. Myself, I temper discipline with love. Quality time can be such a warm, sharing experience. After just a few sessions, you'd stop this amnesia nonsense and become a productive member of society and a fit candidate for the lodge. Am Anfang dachte ich, dass das jetzt wieder in so eine erotische Richtung geht, aber ich glaube, dass die... Glaubst du nicht, dass das in eine erotische Richtung geht gerade? Es klang so, aber am Anfang. Aber ich dachte, es geht eher darum, dass da irgendwas Mysteriöses mit mir gemacht wird,
damit ich in diese Lodge irgendwann reinkomme. Okay. Vielleicht werde ich da so gebrainwashed oder vielleicht war ich ja schon mal da und wurde gebrainwashed und weiß deswegen nichts mehr. Das kann natürlich sein, dass du schon den Ritus hinter dir ne? machst. Das könnte wirklich sein, dass wir ja. das deswegen... Aber warum weiß er dann Sachen aus der Zukunft? Das ist... Also mein Eindruck war jetzt hier, dass das Verhalten der Principal hier, der gibt das Zuckerbrot und die Lehrerin gibt die Peitsche. Ne? Und du musst dann gucken, in welche Richtung du dich... Wem möchtest du dich eher ergeben für die guten Noten? Also nachdem wir in Phantasmagoria 2 so viele Erfolge damit hatten, würde ich natürlich S&M immer ja, bevorzugen. Natürlich. Alter, der beste Umschnitt, den ich je gesehen habe. Oh geil, ich habe darauf gehofft, dass ich jetzt hier irgendwie interaktiv... Was kann ich denn machen? Kann also, lass einen geflickten Slow Clap. Ja. Ja, was wollen wir machen? Wollen wir noch mal weiterfragen? Ja, ne? Komm, fragen wir an der Lodge. Big guy, born some quality time. The greatest gift I can bestow upon you as your former principal is a word of advice. Join the Order of the Harvest Moon at any cost. Within the lodge lies your future, and without dust. Okay, ja, okay. Yeah. Ich würde zumindest nochmal Big Guy gerne hören, warum er uns Big Guy nennt. Er nennt bestimmt jeden Big Guy, selbst die Frauen. Why do you keep calling me Big Guy? A sign of respect, lad. As principal, my station is higher than yours now. But you never know what the future holds, so you should always hedge your bets. Ah. And pay tribute to your inferiors. You never know who will come to power, or who, even now, wields it behind the scenes. For all I know, you might already be a member of the Order, with access to the Lodge. If that were the case, you'd be my superior, and I'd be all that much better off having shown you respect and spent some quality time with you. Sprich das bitte nicht so aus. Es ist wirklich dieses Quality ja, die Pause, time. Genau, die Pause und Quality time. So, der ist schon ganz klar implizit, dass er was anderes meint, als das, was er sagt. Okay, krass. Freak, das freak mich aus mit der Quality time, ey. Adult education is a wonderful thing. As is adult quality time. Da war sie wieder, die Pause. Er hört einfach nicht auf. Hör auf, das so zu sagen. Ja, stop doing this. Ist auch niemand hier in der Schule, können wir irgendeine der, oh, ist er gerade rausgegangen, können wir irgendeine der Türen rein überhaupt? Ja, wir haben wahrscheinlich komplett, kannst du alle Klassen nope, machen. Nope. Aber ich kann die Lockers mir angucken. Riddled with inexplicable stains and dents. Okay, alle Lockers. Ja, oh, Broom Closet. Tür ist verschlossen. Da können wir rein. Oh! Da haben die richtig Aufwand betrieben. Ja. Guck mal, die haben Leute... Obwohl, das ist dreimal dieselbe da hinten. Ganz hinten ist dreimal dieselbe Person. Aber gut. Okay. Die Hose, okay. Nee, die Hose kannst du so lassen. Der merkt ja, keiner. Ja, das merkt eh keiner. Ne? Und so pack die Hände mal nach vorne, aber den Tisch... Okay, egal. Warum hört das ABC bei J auf? Sparmaßnahmen. Ja? Nee, es sind die 50er, die waren noch nicht so weit. Also, die hatten nur bis J entwickelt, das Alphabet, ja. Ne? Der Rest ist erst dann nach der Mondlandung. Ja, die haben wegen den kleinen Buchstaben haben die so lange gebraucht, weil die immer noch die kleinen dazu machen mussten, erfinden mussten. Die haben gesagt, okay, wie viel brauchst du im Alphabet? 26 Buchstaben, da machen wir also das Banner genauso groß, aber ja. Haben sie vergessen, dass sie auch die kleinen Buchstaben dahinter packen. Aber nur bis zur Hälfte gekommen. Ey, das ist, ich meine, es ist egal, aber wirklich, warum nur bis J? A, B, C, D, E, F. H-I, oh nein, ich kriege das Lied nie fertig, niemals. Was ist denn? Tag, Doktor, können Sie mir helfen? Ich brauche für eine Schnittwunde ein kleines bisschen Jod. Was haben Sie denn hier zu suchen, Don Schnulze? Ein neues Lied, ganz klar, ich brauche ein kleines bisschen Jod. Egal. Okay, ein Projektor to sound good when played underwater, okay. Mit den Kids, nicht, hier können wir raus. Können wir mit den Kids reden? Egal, wie auch immer. Examine the students. Ups. Children look stunned and zombified. Okay, Lehrerin. Ach, das ist Miss Whaley, die gerne Corporal Punishment Pat. Macht. Ja. Die hat doch ihren Stock schon in der Hand. My goodness, class, this is Steven.
He used to be a student here at Gein Memorial. Say hello, class. They're reticent. The educator's greatest problem today is the apathy of the students. What's wrong with their heads? I can tell you in one word, Stephen. Discipline. Thank goodness you weren't a sulky bear. You were always a smiley bear. Then you remember me? Not as such. So many pupils, Stephen. They come and they go. But I can always spot those who were nice boys. You can tell from the forehead. The lobes, right, class? I'm glad you stopped by, Stephen. Would you care to say a few words to the class about civic responsibility? Not really. I was just passing through. Jetzt ist ein guter Moment für das Pornoheft. Stephen, a positive role model might be just the thing to inspire these little monsters. Stephen, have you any questions for me? Or shall I continue with class? Sie hat auch so die klassische Problembrille an. Ja, ist das eine Herzchenform fast? Nee, es sieht mehr aus wie ein Schmetterling, ne? Es sind nicht nochmal so Herzchen oben drauf. Du meinst bei der Brille jetzt? Bei der Brille, meine ich, bei der Brille. Links, ja, ja. Rechts, ne? Ja, es könnte sein. Auch hier also, die Köpfe der Kinder haben wohl Dellen, weil sie volle Pulle da immer raufhaut mit ihren Disziplinmaßnahmen. Wir zum Glück waren ein gutes Kind immer. Ja. Ich würde jetzt auch deinen Vorschlag annehmen und das Pornoheft mal vorlesen. Ja, klar. Es ist ja auch eine wichtige Stunde. Wie diese, wo wir schon bei TikTok waren dann vorhin, es gibt ja auch diese AI-nachgemachten Musikstücke, wo dann verstorbene Künstler dann andere Lieder nachsingen. Und ja. da gab's so ein Elvis Presley, singt I like bit butts and I cannot lie. Ja. I like big butts and I cannot lie. I like big butts and I cannot lie. There's something that I can't deny. Das will ich hören. Ey, geil. Das muss ich mir nochmal geben. Und das passt, das passt ja gut. Yes, I do, madam. Ask away then. Okay, willst du mich corporal punishen? We don't practice corporal punishment here. I've never believed in that old adage, spare the rod and spoil the child. A rod is too thin. What? But a baseball bat? That bridges the generation gap quite nicely. Alter. Oh dear, Colonel Monroe is conducting another air raid drill. Everyone into the hallway, quick! What the hell? Mit dem blutigen Baby. If an A-bomb hits, what Whack. Good is it gonna do to duck and cover? Oh, do it. Oh, what? Oh. My stars, that was exciting. Alter. Die meinen es echt ernst, ne? Die meinen es echt, echt ernst. Die wollen uns canceln. Die wollen, dass das Spiel mit Bart wieder gecancelt wird. Das ist der Grund, warum die das so sind. Na gut, wenn die Folge in 25 Jahren vom Index kommt, die wir heute machen, dann ist es immerhin was für die zukünftige Generation. Oh boy. Es ist so alles so bizarr, dass man eigentlich fast nichts darüber sagen kann, weil was soll man noch sagen? Du kannst nichts mehr ergänzen. Du kannst es sich noch verändern, anpassen, ergänzen, kommentieren. Ja, und der Blick da und das Kitzel und dann der Dreh. Hui, ja, ja. Das ist aber lustig. Und du denkst, sie haben sich eine lustige Idee ausgedacht, damit sie den Splatter nicht zeigen. Und dann zeigen sie das ausblutende Kind danach. Ne? Das auch noch. Ich mag's. I like it. Die nehmen es nicht ernst. Die machen keine Gefangenen. Nee, wirklich nicht. Harvest, sagen wir was zu Lodge. This Lodge, what do you know about it? The building itself, like Harvest, was constructed with a specific purpose in mind. That noble intent is known only to those within the Order. You're at about the right age to join them, Stephen. And you will do so, if you care about your future. Okay, nicht nochmal Corporal Punishment. Stop by anytime, Stephen. Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Nee, echt. Also da ist der Baseball-Bat, ne? Das ist wirklich unfassbar. Und sind das Äbel? Ja. Eine Schale von Äbeln. Von Äbeln, die sie bekommt. Lass uns bloß hier raus. Mit ihren zerdellten Schülern. Das ist einfach alles so. Es ergibt auch gar keinen, war kurz ein Drill, dann hat sie einen verprügelt und dann geht wieder zurück in die Schule. Genau. Und der hat doch gefragt, was Gutes bringt uns bei einer Atomexplosion, wenn wir Duck and Cover machen.
Der war eine Straight Trauer. To jail. You're stealing, right to jail. You're playing music too loud, right to jail, right away. You're driving too fast, jail. Auch eine dumme Frage. Das war wirklich eine dumme Frage. Die machst du nur einmal. Wo geht's denn hier raus? Ey, was wir in den letzten zwei Stunden hier schon alles erlebt haben. Die eigene Mutter tot geprügelt. Stimmt, das habe ich auch schon längst verdrängt, und, ey. Und hier das Kind und die Feuerwehrmänner. Ich kann gar nicht, ich komme nicht hinterher. Wir haben nur einen Bruchteil der Locations bisher, sagen Sie, und keine Ahnung, was Fortschritt hier bedeutet. Und bisher war jede Location ein Burner. Also ich habe überall gelacht und überall hatten wir coole Dialoge. Es ist wirklich nicht schlecht. So, Missile Base oder die Lodge? Na, ich glaube, alle wollen uns in die Lodge bringen und das ist vielleicht dann auch für uns ein ganz guter letzter Ort. Um ja, da, dann das sollten wir uns aufsparen, ne? Also nee, du meinst die Lodge jetzt aufsparen? Nö, ich würde da hin. Okay, aber, na gut. Weil ich glaube, Militärbasis kommen wir gar nicht, oder? Kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Ich dachte, Lodge ist quasi da, da findet jetzt wahrscheinlich der nächste Akt statt. Theo, wir sind in der Lodge. Schau dir das an. Was ist denn das? Ich sehe es auch gerade, ne? Das sieht eher aus, wie als ob wir in einem Discworld-Dungeon oder so drin sind. Als ob Rincewind gleich mit der Kiste da vorbeikommt. Tosti! Und rechts tropft die Säure raus, links sind so kleine, fiese Augen. Ja, examine und dann the diese Pseudo-Nazi-Zeichen irgendwie. Der Harvest, ja, die Tapestry. Also ich sag's euch ganz klar, ernten die Menschen und essen die. Stimmt, ne? Und mit der Fleischfabrik und alles. Und arbeiten mit Aliens zusammen, das kommt sicher auch noch. Examine the pipe. Hatte ich am Wochenende auch vor. Alarming green sludge oozes from the drain. Hatte ich am Wochenende auch vor. Ja, das ist gehört dazu. Examine the hole. Hatte ich am Wochenende auch vor. Red eyes gleam with eerie malevolence from the darkness. Ja, so sieht man dich immer, Gregor. Mhm. Man sieht ihn immer nur als rote Augen in der Dunkelheit. Genau, wenn man mich sieht. Wenn, ne? man, ihn wenn man mich sieht. Ja. Examine the tapestry. So, sag mal was zu dem Zeichen hier. Looks ancient as a building itself. Also das Zeichen will er nicht kommentieren. Also das unten finde ich ein bisschen too much. Ja, ja. Man muss es ja nicht übertreiben. Halt auch, reichen doch die beiden Flaggen. Ja, ist das nach Feng Shui designt oder nicht? Ne? Ich glaube, also so einen guten Schlaf wirst du hier nicht haben, je nachdem, wo du dein Bett aufstellst. Auch noch unter einer Wasserader. Weil jetzt ist es ein Schloss. Vorhin war es doch noch irgendwie was anderes, aber egal. Von außen, ja, ich dachte, das wäre so ein Hotel, wie wir es im Intro gesehen haben. Es war wohl nicht die Lodge, durch die wir durchgeflogen sind. Na gut, rede mal mit ihm. Ich rede mit ihm. Was ich nochmal erwähnen möchte, was ich geil finde, wir sehen ja diese 90er-Jahre Render-Hintergründe. Anstatt dass sie eine Flamme hier über die Fackeln machen, haben sie einfach einen Lensflare-Effekt dahin gemacht. Einfach einen Lensflare dran gepixelt. Und sie können offensichtlich Dinge animieren, sehen wir ja hier. Ja, wir sehen ein bisschen, keinen Bock drauf. Aber nicht alles. So, wir reden mal mit dem Sergeant. Only initiates may enter the hall of the Order of the Harvest Moon. Did you say something? I did not speak, but my mind touched yours. Telepathy? But how? Only those who seek enlightenment warrant my attention. Do you hunger for true knowledge? Also erstmal, der sollte einen Rachenbonbon erstmal essen. Ja, oder einen Rachengedanken. Wollte ich ja sagen, seine Gedankenstimme ist ganz schön rau, weil er so viel denkt. Wahrscheinlich. Er hat an die falsche Frequenz hat er gedreht. Oh, ne? Das ist laut gedacht. Deshalb rauscht es ein bisschen. Zu lange zu laut gedacht. Das war auch der Johnny, der bei unserer Exekution dabei war, als wir die Mutter weggeballert haben. Ja, die sind ja mit die wichtigsten Leute hier scheinbar. Ja, wir wollen erstmal wissen, das Wissen, was wir vermittelt bekommen wollen. Forbidden knowledge, the forgotten pleasures. And pleasures as yet undiscovered. But such is not for the likes of you. Not yet. You must first fill out an application to be considered for initiation into the mysteries. Passierschein A38. Was wollen Sie eigentlich? Nur den Passierschein A38. Hier ist er doch. Und nun verschwinden Sie. Brauche ich dafür. Das ist ein bisschen Hellraiser gerade, ne? Also so von wegen, du möchtest in die Abgründe der Lust und der fleischlichen Gelüste dann kommen. Hier, nimm bitte dieses Puzzle. Ich frage mich wirklich, wie das weitergeht. Ich bin total gespannt, was jetzt deren Ding ist so. Gib es bitte zum Ausfüllen. Applications are available at the post office. Postmaster Boyle disseminates them to the uninitiated. I do not sully my hands. Then I just fill it out and return it to you, or what? You may find it difficult to obtain an application. You will no doubt need to find some way to persuade Postmaster Boyle to give you one in the middle of the month, as it is against his rules. When you do, however, bring it to me. And if you are worthy,
you will be put to the test. Okay. Okay, das klingt schon mal gut. Dann, ja, wir können ihn über die Lodge noch ausfragen, aber lass uns auch den Plan mal machen. Wir schon ja, mal hier bevor sind. Wir vergessen. Ich glaube, das Pornomagazin hört sich wirklich sehr attraktiv dafür ein. Beim Post Office waren wir noch nicht. Nee, und da ist ja auch... Nee. Cool. 41% günstiger gibt es die Packing Peanuts und in verschiedensten Farben. Ist das hier Hilfe gesucht? Oh, warte mal, noch ein phallisches Symbol. Nee, macht er leider nicht. Okay, ich kann nur zur Tür rein. Oh, ey, guck mal, ein Schussloch hier, ne? Looks like Mr. Pastorelli forgot to put out the paper for Jimmy. Ja, okay, ja. Der Jimmy ist auch hardcore. Alright. Sie muss bestimmt weg sein, damit wir... Reden wir mal mit ihr. Examine the woman. A blind woman is trying to read her mail. Okay, das ist relativ egal dann, was wir ihm geben. Geben wir ihm... warte mal, wollen wir mit ihm erstmal reden oder dann das... Oder das Pornomagazin? Ja, erstmal, wir sollten es vielleicht yes? in die Hand drücken. I need some help. Mr... Postmaster Boyle, what can I do for you today? Postmaster Boyle, ich würde gerne eine Application haben. Sorry, youngster, we're out of applications right now. Come on, you must have one around here somewhere. Well, I do have the master, but you can't write on that. And I only make copies once a month on the button, regular as clockwork. It's not the effort, son. It's the principle. We must adhere to our standards. They're all that stand between civilization and chaos. I'm sorry, you'll just have to come back in a month, same as anyone else. And even then, I can't guarantee you'll get an application. The line is always long, and there are never enough to go around. It's very important that I get in quickly. That's what they all say. Postmaster Boyle, I'll just die if I don't get into the lodge. I can't make an exception, young man. It just wouldn't be right. Okay. Diese Geheimlogen, ey. Was war das Geheimwort Rosebud, oder? Das wir ihm geben können. Don't mumble, son. Can't understand you. Naja, wir wollten ihm das Heft geben, ja, aber... Ja, ich gebe ihm das Next Heft. Next time you post, don't forget the zip code. Okay, du kriegst ein Pornoheft, mein Freund. Komm. That interests me not at all, young man. Wirklich? Du siehst aber genauso aus, als ob du ein... Ich war mir so sicher... Das haben wir noch. Meat Permission Slip. Ach, das müssen wir bei unserem Papa erstmal abholen. Damit wir Fleisch kriegen, ne? Ah ja, okay. Under no circumstances are any parties not mentioned in this release as a recipient to receive harvest meats. Oh, vielleicht können wir Fleisch holen und ihm das Fleisch geben. Das könnte es natürlich auch sein. Ja, ja, lass mal ruhig probieren. Das ist ja auf jeden Fall so ein Vater, der hoffentlich die Tür aufmacht. Ja, wir können vielleicht das Papier drunter rutschen oder so. Das kann natürlich auch gehen. Das ist auch mal Zeit, nochmal abzusaven gleich. Ja, stimmt. Nicht vergessen bei solchen Spielen. Ich meine, wir haben ja auch noch lange nicht alles abgesucht, ja, aber... Fabian ist zwar jetzt hier nicht dabei, aber, damit er sich freut, mach ich mal den hier. Schön. Der muss es auch spüren, so eine Erschütterung in der Macht. Use on Master Bedroom. Oh, man. Well, nee. That didn't work. Mm. Kannst du nochmal unter der Tür? Also ich meine, unter ja. Das mit dem Durchschieben war eine gute Idee. Nee, Slip nee, geht on nicht. Plans. Ja, nee. Ich dachte ja auch so durchschieben und dann... Also Vater muss. Reden. Ja, wir geben Mutter mal den Slip. Die darf das nicht unterschreiben. Die ist nur eine Frau. Sie kann vielleicht aber die Unterschrift fälschen. Das wollte sie schon immer mal machen. Direkt Stuhl, würde ich sagen, bitte. Stop wasting my time, young man. Kann ich mal einer helfen? Kann ich mal einer von euch helfen? Oh Gott, ich habe Angst, den Oven zu examinen, dass er den Kopf nicht einpackt. Ich mach's trotzdem mal. Okay, Cookies. Ja. Sehr gut. Okay. Also kein Fortschritt, wobei das gute Ideen waren. Das waren beides sehr gute Ideen. Ich finde auch, ja. Wir haben das Glühen auch immer noch. Wir haben viel getan. Also gut, wir waren bei der Lodge. Da, ja, wenn wir schon bei der Missile Base mal sind, mal gucken, was. Was? Hat er keine Beine? Alter, es ist einfach wirklich nicht zu fassen. Der hat er im Krieg verloren wahrscheinlich, oder? Ja, und deswegen haben sie ihn vorne an den Eingang gesetzt. Ja. Weil du sitzt ja eh schon. Also hat er den Stumpen da hingelegt. Und er kann Leuten die Taschen durchsuchen, ohne sich zu bücken. Oder? Das ist auf jeden Fall wahr, aber er kann halt nicht alles. Je höher es ist, kann er irgendwann nicht mehr. Wenn du unter Hut eine Waffe versteckst, eine Bombe... Kann meine er einzige nicht. Schwäche! Nein, Höhe! Ey, okay, komm, aber ja, reden wir mit ihm. Who goes there?
They tell me my name is Steve. All right. Section 21. Keep your distance, son. I wouldn't want to have to blow your head off. That makes two of us. So you're the amnesiac, huh? Just another draft-dodging ploy the way I see it. But at least you're not an alien. You see their ships every now and then. Sometimes Swell bags one in the woods. Who are you? Colonel Buster Monroe, commander of the Harvest Nuclear Missile Installation, keeping America safe from those who would dye our flag red, white, and pink. These are nuclear missiles? Goddamn right they are. Every one of them ready to rain death on the Ruskies. All I gotta do is hit the button and blammo! The price of vodka goes through the roof. Along with the vodka. Blammo! Well, I suppose you have, you know, safeguards against accidents? Safeguards? Don't be such a weak sister. There are no safeguards. This is the 50s. Then you have sole control of the, missiles. That's right. Been in charge here since WW2, when I got my lower torso shot off in the war. Okay, wir haben eine Erklärung. Those panty wastes in Washington wanted to stick me behind a desk. To hell with that. They owed me. I left my legs in Dusseldorf. They owed me. Of course, they felt that after the trauma of having to crawl from Germany to England trailing my intestines behind me, I was too emotionally unstable to continue in the military. That's why they gave me this nice cushy job and put me in charge of the nuclear missiles. I left my legs in Dusseldorf. Ist das das Ludwig Museum? Was? Na ja, Ludwig der Zweite von Bayern. Das ist generell gut. Das ist auch ein guter Songtext. Ja, das eigentlich ist eigentlich schon. Ein saugeiler Satz. I left my legs at Düsseldorf. My arms are in Berlin. My buttocks are in Stuttgart. But in Hamburg is my heart. Oh, das ist sogar ist gar nicht mal so schlecht oder so. Nee, ist, Boah, also okay. Ist auch zu viel, man kann so viele tolle Fragen jetzt stellen. Erstmal, ich möchte über die Aliens Bescheid wissen, ja, weil jetzt, wo wir es aufnehmen, sind ja offiziell bestätigt jetzt, ne? Mit dem Typen, dem Whistleblower da. Ja, ich würde sagen ja, Leute würden sagen nein, aber wenn man sich das ganze Ding mal anguckt, diese ganze Befragung, da sind schon eine Menge Andeutungen und Sachen dabei, die halt sonst keinen Sinn ergeben, wenn man es nicht auf Aliens bezieht, aber... Es ist noch nicht final. Alle warten noch darauf, dass jetzt noch mal ein paar Leute in diese Fragestunde kommen, die quasi wirklich was wissen. Und sie haben ja sogar hinter verschlossenen Türen sich die Sachen wohl gezeigt, die sie da haben. Also es gibt wohl schon eine Menge Leute in der Politik da, die diese Beweise gesehen haben. Also falls diese Beweise, zwischen Aufzeichnung und Upload, falls die hier hervorgekommen sind, dann seht ihr die Beweise hier. Falls nicht, seht ihr ein lustiges Bild von gemalten Arschbacken. Das hätte ich nicht gedacht, dass das kommt. Wer hätte das gedacht? Aber vielleicht hängt dieser Arschbacken an einem Alien jetzt dran. Das kann auch. Ey, weißt du, was ich mache? Du kennst doch den Photoshop Generative Fill. Du hast doch bestimmt mitbekommen. Ich kenne diesen Fill, ja. Ich habe ihn nie benutzt. Meinst du das rauszoomen dann? Oder das nur nein, das genau. Nee, wo du von der KI kreieren lassen kannst, der Bilder, die in dem Bild nicht vorhanden sind. Okay. Das ist eine neue Photoshop-Funktion. Ja, doch, das machen manche, um zum Beispiel, kannst, ne? Genau, zeig, was außerhalb von Albumcovern ist. Oder du kannst neuen Cover generieren lassen. Rausgezoomt wird, genau. Und er generiert dann irgendwas drumherum, was dann oft lustig aussieht. There's an image of a nice woman I found online. We're gonna do some generative AI fill on her using Photoshop Beta. See what it comes out with. I cropped around her. We're gonna speed up this process for you. And bam, yeah, looks like it puts her in a nice shirt. Oh, the generated images were removed because they violate user guidelines. Interesting. So we're gonna go in and crop around her and see what else it will generate for us. And there you go. So they put her in a bed and she looks like she's terrified of something, so we're gonna add in a scary monster and see what it generates. Oh, and there's your final image. Also ich habe die Funktion schon mal ausprobiert, ich weiß nicht, wie man die verwendet. Und ich nehme diese Arschbacken von dem Bild und ich sag mir, generiere mir einen Alien-Körper drumherum. Bitte. Bitte mach es. Und wir sehen das Ergebnis hier.
Da sollte mal einer sagen, AI wäre für nichts gut. Ja, warte, wir machen unsere NFTs dann mit den Dingern. Sag's gleich, nicht jetzt. Erzähl uns, muss ich noch machen. Erzähl uns was über die Aliens. Aside from your commie bastard, your alien from another planet is the greatest threat to our democratic way of life. Did you know that 90% of sightings occur within the area of military installations? Das stimmt übrigens. Mhm. Hat angefangen mit dem Atomkram, dass sie da plötzlich immer sind. My bullets ping harmlessly off of their hulls. I suspect those things operate out of the lodge, but just try to convince anyone in Harvest of that. I tell you, son, a nuclear holocaust would be preferable to a takeover by big-headed aliens from Pluto. Lucky for us, I'll be making that call when the time comes. Wir möchten auch vor allem so einen psychisch stabilen Menschen haben, der darüber entscheidet, ob die nuklearen Missiles jetzt hier ja, losgehen oder nicht. Ja, er ist nicht der Richtige. Er hat ja auch nur noch die Hälfte zu verlieren. Also er ist vielleicht wirklich der Falsche für. Aber das heißt wahrscheinlich, dass man immer wieder verhindern muss, dass er irgendwie die Raketen in die Luft bläst. Oh, das kann sein, so. Also, weil man muss ja wenn es Aliens gibt in dem Spiel, muss man die natürlich irgendwie bekämpfen, aber er darf es wahrscheinlich nicht erfahren. Ja, ich krieg so ziemliche Vibes von It Came From The Desert. Total. You've been holding out on me, Buzz. This here's more fun than an electric chair with a whippy-clutching. Hey, Lud, get back in the store and try to keep them out. They're after your dynamite. Sure thing, buddy. No. Tatsächlich, jetzt wo du sagst, bei der Karte habe ich zum ersten Mal dran gedacht, weil die so ein bisschen erinnert. Und das, auch so, und das war ja auch der Style, das war ja auch so 50er Jahre, genau. Aber wild und anders. No? Also ich bin begeistert, wirklich. Ich will das noch, wir fragen noch weiter, oder ja, haben wir, aber wir haben die Zeit, ist leider schon in Richtung Ende. Ach so, okay. Na ja, gut. Dann will ich das Fragen noch aufsparen, dass wir im nächsten Mal noch ein paar Sachen stellen. Aber da haben wir ja auch ein bisschen was wir ihm noch stellen können. Aber das ist ein guter Charakter auch. Ich mag den jetzt schon, weil er hat das, what's not to like? Er macht keine halben Sachen, ne? Nee. Der zieht's durch. Und der andere Leute bei einem Schnupfen, ne? Die ganzen Leute von heute beim Schnupfen bleiben sie zu Hause. Der eigene Vater sitzt hustend zu Hause. Der geht zur Arbeit. Also der arbeitet noch. Der geht zur Arbeit. Naja, no pun intended. Wie kommt der da hin? Wie kommt er zur Arbeit, Tiki? Ja, was ist mit dem Skateboard? Vielleicht kannst du dem ja ein Skateboard oder so geben, dann kann er mit den Händen so rollen. Ach, oder wie Eddie Murphy am Anfang kann von... Kann nicht mehr gehen! Lufteinsatz, hä? Ich kann sehen! Ich kann sehen! Ich hab Beine! Oh Scheiße, seht euch das an! Ich kann wieder gehen! Oh Gott! Preiset den Herrn! Exakt, nicht mehr gehen! Der hatte doch ein Bügeleisen, oder? War das nicht so Bügeleisen, ja, mit denen er entlang gegangen ist? Ja, ja. Ach Leute, war super, Gregor. Ich bin so happy, dass wir dieses Spiel haben. Noch sind wir happy. Also bisher bin ich begeistert, muss ich sagen. Mir macht ein bisschen Sorge, dass wir null Fortschritt gemacht haben. Also da werden die Rätsel vielleicht so knifflig, dass es schwieriger wird. Aber wir werden es sehen, vielleicht, ja. Wir werden es sehen. Und wir haben bisher jedes Spiel überlebt hier. Ja, also und ist ja auch die Idee, ne, dass wir auch mal strugglen. Aber noch, finde ich, haben wir ja noch nicht mal alles abgesucht. Wir haben schon ein paar Ideen für Rätsel. Ein paar gehen nicht, ein paar werden gehen. Das Pornoheft bringen wir an den Mann. Ja, der hier kann es wahrscheinlich nicht gebrauchen. Bis zur nächsten Folge schreibt gerne Ideen unten rein, für was das Pornoheft so gut sein könnte oder was man damit anstellen kann. Genau. Und postet das unter Social Media. Ich habe gesagt, ich probiere das mit dem Foto mit Generative Fill. Macht gerne selber eure Art mit dem und dann @RocketBeans oder bei uns @Chazashley und @Bimon. Genau, wie würde das Nuklearsilo aussehen? Also, ernsthaft, macht mal wirklich, was Gregor gerade gesagt hat. Wir wollen das gerne mit euch zusammen so entwickeln, das Format weiter. Ne? Ja, und hoffentlich hat euch das so viel Spaß gemacht wie uns. Das können wir nie vorher sagen, aber wir haben Spaß. Also, ich bin durch die Bank weg begeistert und ich will dieses Spiel unbedingt zu Ende spielen. So, jetzt, wir werden sehen bei der nächsten Aufzeichnung, ob die Ehe dich verändert hat, Simon. Oder nicht? Das war jetzt dein Junggesellen-Gaming-Abschied. Kann so aussehen. Ja, Junggesellen-Abschied oder sowas war es jetzt hier gerade. Dein letztes Let's Play in Freiheit. Und es war direkt so obszöne, laszive, sexuelle, geile Scheiße. Genau wie so ein Abend sein muss. Genau, was hast du als letztes gemacht, Schatz? Ich habe gesehen, wie eine Lehrerin einem Kind schön Baseballschläger das Hirn weggeklatscht hat. Und dann haben wir diesen Typ gesehen, der hatte keine Beine. Aber die sind in Düsseldorf. Und dann waren noch die schwulen Feuerwehrmänner. Genau, die dem Hund Fleisch hingeworfen haben. Und alles in lila tauchen wollen. Das Ganze kann mir erzählen, dass das alles in demselben Spiel ist, ey. Ah, herrlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.